hab was gehört. Klingt nach Ärger. Schemen greifen das Fort an. Keinen Schritt zurückweichen! Feuer einstellen! Der Kerl erlebt noch! Schäfer, ich sag dir, Feuer einstellen! Pisst euch! Du wirst anvisiert, Red. Aua! Ach komm, ausgerechnet jetzt muss was hinter mir sein. Verschwinde endlich! Stehen geblieben. Niemand kommt rein oder raus. Egal ob lebend oder tot. Mein Name ist Red McWraith. Ihr seht, ich bin ein Verbanner. Macht auf und lasst mich rein. Ich habe hier zu tun. Was ihr zu tun oder nicht zu tun habt, geht mir, verzeiht mir den Ausdruck, am Arsch vorbei. Der Befehl lautet, dass niemand hier reinkommt. Oh, das ist ein Cowboy. Ich verstehe euer Dilemma, mein Freund. Wie heißt ihr? Mein Name ist Andrew White. Ihr macht einen freundlichen Eindruck und ich mag Schotten. Aber jetzt bin ich im Dienst und da bin ich nicht euer Freund. Wir haben hier genug Probleme. Ich kann nicht auch noch Befehle missachten. Priest oder Pennington würden mir einen Einlauf verpassen. Das möchte ich vermeiden. Wer ist dieser Priest? Kann ich mit ihm sprechen? Er ist eine Sie. Helen Priest ist nicht hier. Sie grast gerade die Außenposten auf der Suche nach Vorräten ab. Wenn ihr helfen wollt, Mrs. Priest und ihr Trupp sollten schon wieder hier sein. Den Außenposten könnt ihr nicht verfehlen. Er überblickt das Tal. Wenn ihr sie finden und dafür sorgen könntet, dass sie nicht krepiert, würdet ihr sicherlich in ihrer Gunst stehen. Und die öffnet bekanntlich Türen. Mhm. Kämpfen, eure Vorgesetzte finden und sie aus der Scheiße ziehen. Verstanden. Das krieg ich hin. Die Schemen setzen ihnen wirklich zu. Wir vernichten zuerst das Nest in der Nähe, dann kümmern wir uns um die vermisste Vorgesetzte. Wie steht es um das Fort? Wie es um das Fort steht? Schlecht natürlich. Wir verlieren immer mehr Männer und unser Schießpulver ist so gut wie aufgebraucht. Priest ist mit Williams und einem anderen Soldaten ausgezogen, auf der Suche nach Vorräten. Wir sind noch nicht zurückgekehrt. Es ist gefährlich da draußen. Die Sucher werden häufig selbst zu Gesuchten. Gab's in letzter Zeit irgendwas Interessantes? Die Toten marschieren und ihr wollt einen Schwatz halten? Ich bewundere eure Gelassenheit. Aber bei Gott, jetzt ist der falsche Augenblick dafür. Natürlich. Wir werden uns wohl wiedersehen. Findet unsere Freunde, Verbanner. Oder erlöst sie von ihren Qualen. Ich werde sehen, was ich tun kann. Sobald ich mich um den Schemenhorst gekümmert habe, suche ich nach dem Außenposten. Ach, der Schemen? Der Tod klopft an ihre Pforte. Kein Wunder, dass sie nicht aufmachen. Sie haben keine Wahl. Der nächste Angriff könnte sie überwältigen. Das Nest muss in der Nähe sein. Da ist eine Spur im Schnee.
Oh je. Oh je. Da ist eine Spur im Schnee. Und ich muss da rein. Ach verdammt, ich muss der Spur im Schnee folgen. Aber es ist ja Main Quest, weißt du? Da kommen noch mehr. Holt euch euer Frühstück, Freunde. Diese Unholde sind nicht grundlos hier. Haben wir ein paar übersehen? Was finde da? Schütte das Loch zu. Begrab sie alle. Wahrscheinlich brauchen wir es da hinten, um hochzuklettern, ne? Das sollte dem Fort ein wenig Zeit verschaffen. Hoffen wir, dass es für die berühmte Mrs. Priest noch nicht zu spät ist. So, gucken wir mal, ob wir die finden, die Tante. Müsste ich denn da theoretisch hin? Einen Weg nach oben suchen. Nochmal. Haben wir erstmal den schemenhaften Dämhorst gemacht. Und ich muss doch die Quest ändern. Weil wir kommen nicht rein, ja. Nee. Was war denn?
eigentlich hin? Mist. Wo müssen wir hin? Den Aufzug nehmen oder optional? Oder sind die hier nach oben gegangen? Kann das sein? Aber das sieht nach Hauptquest aus. Ich mach mal die die Quest hier irgendwie nach oben kommen, ne? Ich fühle den dunklen Fluch oder Zauber bereits, den wir gefunden haben. Wir müssen das Ritual finden, von dem Seeker erzählt hat. Ich habe noch ihre Aufzeichnungen über die Lage der Hütte. Das müssen wir auch noch machen. Ich möchte wissen, wie viele da im Vor sind. Vermutlich jeden Tag ein paar weniger. Trotzdem, besser hat er doch gesagt. Draußen. Fort mit dir! Das Gebirge bimmelt nur so vor Schämen. Ist der Vorratstrupp wirklich hier lang gekommen? Das würde erklären, warum sie noch nicht zurück sind. Oh, wir haben neues Dingensbums hier. Da, das da. Und hier haben wir ein Upgrade auf den Ring, den wir anhaben. Hm. Toll. Sie erleidet weniger Schaden, aber er erleidet mehr Schaden. Wow. Etwas ist in der Nähe. Wo ist es? Keine Ahnung. Angriff. Ach, das sind wieder diese Knorpel, okay. Alles klar. Mach Platz, Fifi. Das ist jetzt meine Höhle.
Nur weil wir hier eine Hütte. Hier können wir nicht mal pennen. Also haben wir unnötigerweise einen Wolfsrudel hier eliminiert. Das ist nicht gut. Finde ich jedenfalls. Was lauert auf uns? An die Arbeit, Verbanner. Wenn ich was finden würde, aber. Ist tot. Sie hat noch überlebt. Ah, okay, ich sehe es schon. Lass mich raten, in die Höhle müssen wir auch noch rein, oder? Ich guck mal kurz rein. Aha. Da kommen wir raus über einen anderen Weg, wie es scheint. Der hier ist noch nicht lange tot. Hoffen wir, dass er es bleibt. Das ist aber eine lange Strippe hier. Lieutenant, wie angefordert, enthält diese Lieferung Folgendes. 3 neue Messschnüre, ein Riemen für ein Aufzugssystem, 2 Fässer Lampenöl, 10 Spitzhacken. Alles wurde bereits im Voraus bezahlt. Dailies. Sieht so aus, als wären sie überrascht worden. So, wir könnten jetzt wieder runterfahren, machen wir aber nicht. Angriff. Verstärkung! Ah, dieser Phasenspringer hier. Sie lernen es einfach nicht, oder? Beweg dich, Red. Die Geister, aber Glück, du. Ich gehe mal kurz hier gucken. Ist recht. Trotzdem beeindruckend. Es hat sich gelohnt. Wer weiß, was da drin ist. Ein neuer Gegenstand, oder? Och, nö. Bedien dich!
Wir haben so viele Ressourcen. Was ist da drin? Hallo? Wenn wir jemanden in Gefahr retten wollen, müssen wir natürlich ordnungsgemäß ausgestattet sein. Und dazu gehört natürlich Loot. Rüber hier. Neuen Umhang. Der schlechter ist. Und nicht aufgewertet werden kann gerade. Interessanterweise. Was sieht denn der aus? Schick. Was hat denn der für... Wenn ein Gegner mit einer Manifestation besiegt wird, verursacht der nächste leichte bzw. schwere Angriff 50% mehr Schaden. Ja, ach, das ist schon okay gerade. Der sieht ganz neckisch aus. Der unsichtbare Gegner. Hätte es im Jahre 1345 nicht feige Kaufleute aus der Stadt Kaffa gegeben, die flohen und den schwarzen Tod nach Italien und dann über den ganzen Kontinent brachten, wo er Millionen von Menschen tötete und den Rest zur Verzweiflung brachte, wäre die alte Welt vor dieser Seuche verschont geblieben. Epidemien sind der unsichtbare Feind, der die stärksten Armeen besiegen kann, weil sie Angst einflößen, bevor Blut vergossen wird und Familien zum Tode verurteilen, lange bevor das erste Grab ausgehoben wird. Den Weisen ist bekannt, dass es kein anderes Mittel gibt, als die Kranken zu isolieren und einzusperren, bis unter den Gesunden keine Fälle mehr gemeldet werden. Das mag grausam klingen und das ist es auch. Aber ich habe meine Eltern und meine 6 Brüder durch verschiedene Krankheiten verloren. Ich habe die Verwüstung unkontrollierter Epidemien gesehen. Es ist eine Frage des Überlebens und der Aufopferung der wenigen zum Wohle aller der anderen. Wie all der anderen. Dabei ist Disziplin der Schlüssel und in diesem Bereich sind die Offiziere am besten ausgebildet, die Last des Kommandos bereits kennen. So, jetzt helfen wir der Dame. Was ist das? Oh, nee, das, So, wir helfen der Dame jetzt. Angriff. Oh, ich glaube, da ruft jemand. Geist sehen. Oh oh. Auch nicht so ein Dicker. Oh, der ist, ich check das. Wunderbar! Noch mehr Spaß! Zeit zu glänzen! Ein Flick.
Nimm das! Bist du sicher, dass du nicht verletzt bist? Alles gut. Entspann dich. Wieso kann sie den Geist sehen? Das ist eine sehr berechtigte Frage, würde ich sagen. Ich rede gleich mit euch. Loot. Gerade rechtzeitig. Ihr müsst Haskets Verbanner sein. Vielen Dank. Vielen Dank euch beiden. Ihr könnt mich sehen. Glasklar. Ich sehe ja auch mein... Das ist mein Mann. Ich bin Helen Priest. Antea Duarte. Das ist mein Partner. Red McGrath. Selten, dass die Lebenden die verweilenden Toten sehen können. Ich weiß nur noch, nach 7 langen Jahren Trauer wurde ich eines Tages wach und mein Sebastian war wieder da. Es war, als ob meine Gebete endlich erhört worden wären. Das war mir genug. In Zeiten der Gefahr ist es meine Pflicht, die Frau, die ich liebe, zu beschützen. Ihr versteht bestimmt. 7 Jahre? Warum kehrt ihr gerade jetzt zurück? Es hat sich nicht wie 7 Jahre angefühlt. Plötzlich rief mich ihr Schmerz zu ihr. Göttliche Fügung oder nicht? Was zählt ist, dass mein geliebter Sebastian wieder bei mir ist. Jetzt, wo ich ihn am dringendsten brauche. Andrew White schickt uns. Er dachte, ihr würdet in Schwierigkeiten stecken. Offensichtlich habt ihr euren Schutzengel gebraucht. Wir hätten mehr als einen gebraucht. Dank euch können wir die Vorräte des Lagers auffüllen. Matthews und Williams sind nicht umsonst gestorben. Es war eine riskante Mission, aber Helen hatte keine Wahl. Würden sich die Überlebenden nur auf Pennington verlassen, wäre das Fort längst verloren. Gute Nacht. Schlaf gut. Mag sein. Schwierige Entscheidungen sind mitunter nötig. Das erfordert Mut. All der Mut in der ganzen Welt nützt nichts, wenn ihn nicht auch die Befehlshaber aufbringen. Pennington eiert rum, während Monster das Fort unerbittlich belagern. Eins ist klar. Die auch, Champion. Die nagen Schaff am gut. Gewissen des Captains. Falls er überhaupt eins hat. Warum das? Vor 7 Jahren suchte eine solche New Eden heim. Pennington sonderte die Erkrankten in den Minen ab, mauerte sie ein. Es waren finstere Zeiten. Ja, toll. Harte Zeiten. Niemand wusste, was der nächste Tag bringen würde. Wir haben alle viel verloren. Zu viel. Als stellvertretender Kommandant blieb Sebastian freiwillig, ließ sich mit den anderen einmauern und hielt am längsten durch. Er starb als Held. Und jetzt erheben sich die Ausgestoßenen. Sie verlangen nach Rache. Wer könnte es ihnen verübeln? Ich habe sie sterben sehen. Soldaten, Minenarbeiter, krank, hungrig, um Hilfe bettelnd, die niemals kommen würde. Captain Pennington hat viel Blut an seinen Händen. Mein Beileid. Ihr habt viel durchgemacht. Haben wir. Machen wir. Und wir werden bis zum Sieg durchhalten. Wir sollten uns auf den Weg zurück zum Fort machen. Wir werden euch begleiten. Ich habe uns eingesperrt, als ich den Riegel demoliert habe. Wenn es einen Ausweg gibt, finden wir ihn. Ich erinnere mich daran, dich niemals wütend zu machen. Beeindruckend. Ihr Verbanner seid echt erstaunlich. Das ist alles Antea. Ich bin nur die Hilfe. In der Infanterie meines Vaters war auch ein Verbanner. Gut für die Moral, meinte er. Soldaten tragen ihre Geister normalerweise mit sich. Krieg ist gut für unser Geschäft. So habt ihr euch wohl kennengelernt. Ich erkenne Soldaten daran, wie sie kämpfen. Ich war nie bei der Armee, aber ja, so etwa. Da oben ist da irgendwas, ist ja? Da ist eine Truhe oder so. Kommen wir da hin. Wir kommen wieder, mein Freund. Mein Beileid.
Kannst du die verschlossene Tür umgehen? Frage ist, wie? Komme ich oben auf diesen Vorsprung? Und kann ich nicht rennen mehr? Du solltest bei Helen bleiben, wenn du ins Vorhinein willst. Ach so, deswegen. Okay. All das für zwei jämmerliche Pulverkisten. Wie tief ihr durch Panicken gesunken sind. Wenn ihr nicht ausstehen könnt, warum seid ihr ihm gefolgt? Ich folgte seinem guten Ruf, aber er ist nicht mehr derselbe. Was würdet ihr an seiner Stelle tun? Das, was ich tue. Er sitzt hinter seinen Mauern und wartet darauf, dass sie fallen. Ich kämpfe hier draußen ums Überleben. Wir kämpfen um unser Leben. Und der Captain ist im Weg. Diese inneren Spannungen sind ein Risiko für die Sicherheit des Forts. Ein notwendiges Risiko für das Überleben aller. Aber es stimmt. Das muss aufhören. Lass die Kisten hier. Ich schicke jemanden, um sie zu holen. Der Weg sollte sicher sein. Wir haben die Gegend von Schemennestern gesäubert. Dem Himmel sei Dank. Folgt mir. Da haben wir auch das. Ich hoffe, wir können in dem Lager endlich mal ein paar Sachen einkaufen, weil ich glaube, ich habe so viel Geld. Kann es nicht benutzen. Bisher. Das Tor auf, Mann. Geht zu Panicken. Überzeugt ihn, wenn ihr könnt. Wo finde ich ihn? Er versteckt sich in seinem Büro. Dort findet ihr ihn. Wo sind die anderen? Williams und der andere Bursche. Matthews. Ein Hinterhalt. Sie sind gefallen. Möge Gott ihnen gnädig sein. Im Aufzug ist Munition. Shepard und Abbott sollen sie herbringen. Seid gegrüßt. Willkommen in Ingersolls Gemischtwarenladen. Ich bin Bathsheba Ingersoll, die Besitzerin. Was darf sein? Ein Kamm vielleicht? Was? Ein Kamm. Guter Witz. Red McGrath, freut mich, eure Bekanntschaft zu machen. Ich hatte mit eurer Freundin Miss Duarte das Vergnügen in New Eden Town. Mein allerherzlichstes Beileid. Sie schien eine so lebhafte, entschlossene junge Frau. Und sie wollte der Stadt ebenso schnell den Rücken kehren wie ich. Erzählt mir von eurem Laden. Von euch. Unser Laden in Boston war damals riesig und fein. Aber das Feuer am North Square im Jahre 91 hat ihn verwüstet. Wir sind mit Nathaniel nach New Eden. Aber bevor Nettie wieder zurückkehren konnte, starb mein Gatte. Dann kam der Fluch. Und jetzt sind wir hier. Willkommen bei Ingersolls in Fort Jericho. Ihr wolltet nie etwas anderes tun? Mein Gatte war erfolgreich und wohlhabend. Ich war jung und klug. Wir waren füreinander geschaffen. Er hat mir alles beigebracht. Dieser Laden ist mein Geschäft. Mein Vermächtnis. Meine Geschichte. Wir sind unzertrennlich. Ich führe diesen Laden nicht nur gern, sondern mit Liebe. Eine Ladenbesitzerin hört auch sicher allerhand. Erzählt mir etwas Interessantes.
Es bleibt doch unter uns. Ihr haltet mich also für eine Klatschtante? Was wollt ihr wissen? Was könnt ihr mir über Captain Pennington sagen? Er lässt mich Handel treiben. Ich mag den Mann. Er meint, Ingersolls Laden wäre gut für das Fort. Ich kann ihm da nur beipflichten. Was könnt ihr mir über Helen Priest erzählen? Ich mag sie. Auch wenn sie impulsiv ist, spricht nicht viel. Wäre gerne Anführerin, dabei sollte sie wissen, wo sie hingehört. Unter den Captain. Wenn ich jetzt so nachdenke, denke ich, ich mag sie wohl doch nicht so. Und wie ergeht es Fort Jericho im Allgemeinen? Nun, es ist kalt. Die Leute leiden oft Hunger. Ich kann euch nicht mehr sagen als andere Leute auch. Aber Ingersolls Laden hat geöffnet, also bin ich zufrieden. Wollen wir Handel treiben? Jetzt bin ich gespannt. Das sollten wir durchaus, mein Herr. Was interessiert euch? Was haben wir denn hier? Ausrüstung. Wir haben hier einen Geisterpick, ein Amulett. Je niedriger die Geisteranzeige, desto höher ist der von Red und Antea verursachte Schaden. Was haben wir hier? Kraft der Ruhe, Wiederherstellung der Gesundheit, ein Sud. Wenn ein Gegner mit dem Gewehrkolben getroffen wird, wird das Gewehr sofort nachgeladen. Schwachpunkttreffer mit dem Gewehr verursachten 20% mehr Schaden. Das klingt nicht schlecht. Wie viel haben wir denn? 4000? Theoretisch könnten wir alles kaufen hier. Eine Brosche. Manifestation versuchen 100% mehr Schaden, aber die Abklingzeit erhöht sich um 100%. Mir fehlt immer noch der Punkt, dass wir das gucken können. Aber ich schaue mal nach dem Sud. Um 140, 70, 20, 34. 7% wiederhergestellt. 140, 200. Bin mir da unsicher. Ich muss mich verabschieden. Danke für euren Besuch. Beehrt uns bald wieder. Aber... Kein Ferdinando hier. Da ist sie, okay.